So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Train Simulator 2016 Editor hier auf Philips Gaming. Ich habe nun die zwei Züge hier getauscht, habe jetzt auch schon gerade eben mal einen kleinen Test gemacht und habe noch einmal beim Zug Nummer 3 die Wagen, da der Zug ja abkoppeln soll, auf Gleis 7. Die Waren nochmal neu eingegeben und bin jetzt guter Dinge. Wir haben auch keine Fehler mehr unten. Hier. Und bin deswegen jetzt sehr guter Dinge, dass jetzt alles klappt. Genauso habe ich auch nochmal die Längen der Gleise ein bisschen schöner gemacht, ein bisschen besser angepasst, dass auch der Güterzug hier nicht bis übers Signal erst drüber hinaus fährt. Und deswegen sage ich jetzt mal mit Press the Play Button. Ah. Kann ich ja immer mal die Lok tauschen, irgendwie, wenn die hier irgendwie einen Schuss hat und schon gleich beim Anfahren, da das rote Licht lang geht. Weiß schnell, ob das so sein muss. Die fahren schön langsam hier an mit ihrem komischen Güterzug. So, gleiche Zeit kommt gerade die 86er von Freiberg an und auch ein Güterzug ist soeben eingefahren. Und von hier hinten kommt die P8 aus Dresden. Welche zwar von Signal her keine Einfahrt bekommt, aber vorhin zumindest trotzdem einfach drüber gedonnert ist. Ach, und hat immer noch einen falschen Waren drin. Die hat immer noch einen DB-Waren mit drin, der zweite. Daher, das ist noch DB. Ja, die gibt einfach Vollgas, ne? Ich wüsste aber auch nicht, warum sie keine Einfahrt bekommen sollte. Aber die fährt einfach drüber eiskalt. Na. Das ist so was Lustiges. Keine Ahnung, was ich da noch falsch gemacht habe mit den Signalen. Weil das ist E-Signal. Das ist ein extremes Signal, weil das geht auf jedes einzelne Gleis. Und anscheinend habe ich da mal eins übersehen oder irgendwas. Keine Ahnung. Weil jetzt hätte man gucken müssen, ob das Vorsignal auf Fahrt steht. Also das hier steht auf Halt, weil das ist ja auch richtig, das Vorsignal hier. Der Zug, der hat ja noch Halt aufgrund von der hier, 03, die jetzt hier gerade angekommen ist. Genau, ja, jetzt steht nämlich die Diesellok hier viel schöner. Dann könnte man ja hier auch nochmal bei der Schmalspurbahn, aber bei der Schmalspurbahn hier habe ich noch keinerlei, Signal oder irgendwas, also hier ist ja noch gar nichts. Das ist ja wirklich bloß die Gleise, die so dastehen. Genau. Ja, die Baureihe 24 hat jetzt Ausfahrt. Kann aufgrund von diesem Umfahrungsgleis namens Hilfszuggleis auch schon ausfahren, auch während die 52er einfährt. Die 86er sollte jetzt auch gleich abkoppeln. Genau, das tut sie. Jetzt müssen wir mal nochmal ein Augenmerk auf die 52er setzen, ob die jetzt wirklich richtig abkoppelt oder ob die wieder einen Zug mit sich erzielt. Ich sage wieder, weil ich habe es halt schon vorhin mir mal angeguckt und da hat sie leider noch nicht ganz richtig abgekoppelt und immer noch einen ganzen Zug in sich hergezogen. Das kann aber vielleicht schon leider damit zusammenhängen, dass der Tender und die Lok die gleiche Nummer haben. Müssen sie aber auch haben, weil sonst haben sie in dem Sinne die falsche Baureihennummer, Baureihenbezeichnung. Ja, die 03 hat jetzt Einfahrt. Genauso hat auch schon der Güterzug Ausfahrt über das Signal hier. Weil der fährt nach Riesa. Und die P8, die wartet ja quasi noch. Auf die seltsam backende 03er. Scheiße, die fährt wieder an mit ihrem ganzen Zug. Das ist doch nicht so risch. Das nervt. So, die P8 hätte dann jetzt Ausfahrt.
24 hier hinten wäre dann gleich bei ihrem Marker angekommen. Worauf ich jetzt aber mal gerne noch warten will, ist, ob der Zug jetzt hier gleich losfährt. Und dann müssen wir nochmal hier mit den Nummern gucken, das stört. Das ist quasi noch, ja, Umsteigemöglichkeit wäre jetzt in dem Fall eigentlich, ne? Weil der Zug fährt jetzt nach dahin, wo der Zug herkommt, und der Zug fährt jetzt nach dahin, wo der Zug herkommt. Also ist hier eigentlich keine Umsteige-Geschichten. Ja, die fährt jetzt bloß bis zu dem Gleis. Hält hier und dann soll sie eigentlich hier über das Gleis zurücksetzen. Und jetzt könnte es halt sein, dass ein Unfall passiert. Oh, die hätte schon abgekoppelt, nicht wahr? 03er setzt sich in Bewegung. Ich weiß jetzt nicht, was sie hier macht. Die setzt wieder zurück. Aber jetzt könnte es halt sein, dass ein Unfall passiert, weil die eben die Weiche vielleicht umgeschalten hat unten, oder? Aber die hätte hier eigentlich richtig abgekoppelt und wollte jetzt nur noch auf ihre Ausfahrt. Ah, die setzt jetzt immer vorwärts und rückwärts. Weil beim Rückwärtsfahren sie bemerkt, dass sie nicht aufs richtige Gleis fährt. Wow! Das ist auch was Cooles, oder? Bis es rumst, Junge. Da waren die, verschwinden jetzt gleich schon. Ist ja auch cool. Und die 03er saust einfach davon. So. Jetzt weiß ich schon, was die zwei hier noch veranstalten. Der Güterzug, der könnte dann ruhig schon ausfahren. Und die P8 eigentlich auch. Obwohl ich eigentlich ja die, also eigentlich den Güterzug dafür eingesetzt hatte, mit als Bewegung, während die 52 umkoppelt. Aber man sieht ja, was passiert, wenn es umkoppelt. Alle Waren klitschen irgendwie gerade ineinander. Genau, das ist geil. So wollte ich das haben. Und dann fährt auch irgendwann die P8 aus. Aber vorher müssen wir jetzt noch gucken, warum die 52 schon richtig abkoppelt. Ich kann mir das ja eigentlich bloß erklären, weil die zwei, weil die Lok und der Tender die gleiche Nummer haben und dadurch die auch in der Liste hintereinander auftauchen. Welcher Zug waren die? Zug 3. Ja, die haben halt hier die gleiche Nummer. Die habe ich halt hier schon rausgelöscht, ne? Müssen wir jetzt doch wohl oder übel dem Tender noch eine andere Nummer geben. Ach, scheiße, jetzt ist die Nummer gleich weg hinten. Ich sag mal, so hinten sieht die eh keiner, oder? Hier abkoppeln. Und Lok und Tender rauslöschen. Dann weiß ich schnell, ob es klappt. Auf jeden Fall fährt sie an. Und den 03er kriegt gleich wieder einen Kesselplatzer. Da ist er. Ach, warte mal. Wenn wir schon dabei sind, hoffen wir mal, dass das Spiel wieder abstürzt. Und tauschen mal doch mal die 03. Und erstmal den Personenwagen, danach gucke ich nämlich mal ganz schnell auf mein Handy, weil lustigerweise war gerade mein Vater heute in Nossen. Und mit heute meine ich den 27.11.2015, wenn ich mich nicht irre. Und heute wurde nämlich gerade ein Sonderzug bereitgestellt in Nossen mit einer Baureihe 03. Das ist auch ein Gepäckwagen. Das ist wieder mit DB-Logo. Warenklasse 2. Sollte halt, wie man ganz hinten dranhängen haben. Aber soll uns ja nicht stören. Scheiße. Sagt man ja, aber ich sag's halt gerne. Und
So, schieben wir nochmal ein Stück weiter nach hinten. Nein! Zu weit. So, auch irgendwie, ja, irgendwie ist ja noch was mit den Signalen, aber... Achso, jetzt guck ich schnell auf mein Handy. Es gibt sehr viele Nachrichten in unserer WhatsApp-Gruppe. Und... Da bin ich auch schon in die Gruppe gerutscht. Die Baureihe 03... Blöd. Zu weit weg. 03. Ach ja. 03-2155-4 hätte auch mit den kleinen Windleitblechen eigentlich so, wie wir sie hier stehen haben. Auch wirklich die Rego-Bauart. Wir gucken nochmal. 01. Ne, 01 will ich nicht mal. 01 ist DB. E94 auch ne, 03 nochmal. Reko-Symbol. So. Und nochmal einen ganz kurzen Schnitt. So, nach dem Schnitt bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass ich leider die Nummer gar nicht verändern kann. Schade. Das sind alles die mit den großen Windleitblechen. Das hier ist schon wieder Baureihe 95. Dann müssen wir doch bei der bleiben. Aber ich habe immerhin den Wagen jetzt geändert. Und jetzt gucken wir uns das jetzt nochmal... Dann wird halt die Folge ein bisschen länger. Und jetzt gucken wir uns das jetzt nochmal an, ob die 52er hier abkoppelt. Das ist echt... Aber wenn es das macht, klappt doch alles andere wirklich. Dann... Weil die P8, die hat halt bloß eine Aufenthaltszeit. Ah, das ist gar nicht die P8. Die gleich kommt auf das Gleis. Die hat halt bloß ein bisschen länger Aufenthaltszeit. Dass der Güterzug abgekoppelt hat und angefahren ist, haben wir ja schon gesehen. Boah, da kommt sie dann am Berg hervor, ne? Geil. Auch wenn die Gleise gerade animiert werden jetzt, ne? Weg, da, weg, da. Können wir uns ja eigentlich oben so ein bisschen auf den Berg platzieren, oder? Da haben wir keine schöne Sicht auf den Bahnhof. Kann man nur so. Wir gucken noch ein bisschen. Hier ist noch ein Hohlraum unten drunter. Den muss ich mal noch ausfüllen. Deswegen sieht man auch noch die Gleise da so putsch durch. Da kommt sie. Geil. Richtig cool, finde ich. Erstmal ist das Modell richtig gut. Also, das gefällt mir richtig. Und so diese Waren und so, wie es reingefahren kommt. Und oh. Jetzt hat der 03 angehalten. Von hinten kommt schon P8 aus Dresden. Vor allem, weil wirklich an jedem Zug eine andere Lok dran hängt. Das ist auch geil. Jetzt kommt der 52er von links. Aus Riesa kommt sie. Aber ich werde dann wirklich maximal noch probieren wollte, aber das mache ich auf jeden Fall ohne Aufnahme. Dann muss ich auch vielleicht das Szenario am besten wie ein Backup machen. Nochmal probieren, ob die 86er nicht bloß hier hinfahren kann, sondern auch wirklich mit ins BW fahren kann. Die 24er fährt jetzt aus. Die wollte. Guck mal! Dieser richer Assi-Lokführer, der wartet noch nimmer auf die Fahrgäste aus Dresden. Das sind sie dann wieder. Wie die Busfahrer. Bus und Straßenbahn. Aber hat halt Ausfahrt, ne? So muss die 03 warten. Jetzt fängt es an zu schnaufen am Berg. So, jetzt ist auch gleich die 52 eingefahren und dann werden wir gleich sehen, ob sie jetzt richtig abkoppelt. Fahrt frei ist jetzt auch für den Güterzug, aber da wird noch 2 Minuten bestimmt stehen. 03 fährt jetzt auch ein.
und der 86er kommt zurück. Oh, ich sehe wieder, dass der ganze Zug losfährt. Das ist doof. Da muss ich jetzt echt nochmal gucken, weil ich weiß dann nicht mehr, woran es liegen könnte. Echt, das weiß ich nicht. Da muss ich nochmal ein Video angucken, warum die nicht abkoppelt. Das kann aber halt wahrscheinlich daran liegen, dass ich mit diesen hier Stopping Point gearbeitet habe und ich da irgend ein bisschen was anderes einstellen müsste. Da muss ich aber echt mal gucken. Aber sonst funktioniert eigentlich alles, schätze ich mal. Also, der Güterzug fährt nach außen und die P8 fährt aus. Ah, und die 03, ja, da ist doch noch ein bisschen was los. Scheiße. Aber ich sag mal so, vielleicht kann man da ja auch irgendwann mal ein schönes Video machen darüber. Und nicht bloß so im Let's Play darüber, das sich anzuschauen. Deswegen wollte ich sagen, da wir schon bei 16 Minuten sind, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es kann sein, es kommt jetzt erstmal wieder eine Weile nichts mehr, weil ich jetzt viel aufgenommen habe heute. Und dieses Szenario hier gebaut habe mit euch. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Also ich weiß noch gar nicht, wie es Feedback jetzt von euch sein wird. Deswegen sage ich, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Felix. Ciao.